Rosa, Leute, hier ist wieder Truck Linus mit Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. In diesem Part werden wir einen Elite-Soldaten hier aus dieser Basis rausholen. Also ich vermute mal, dass er genau hier drin ist. Ja, es passt ziemlich nicht. Es passt überhaupt nicht. Er soll hier sein. Okay, die Basis da hinten klingt aber auf jeden Fall interessant. Da sollten wir uns mal umgucken. Aber wo soll ich ihn dann rausholen? Aus dem Fluss? Wie gut ist die Horse im Schwimmen? Oh je, viel besser als das Witcher-Pferd. Weil das hat sich ja selbst bei den kleinsten Bächen einfach immer mal... Naja. Ihr seht schon, ich habe ein paar kleine Probleme mit Plätzen, die die Horse eindeutig besser macht. Okay, wenn ich ihn in dieser Gegend vermuten würde, dann wäre er doch wahrscheinlich in einer Basis oder hier im Fluss. Oh, wow. Wow, wow. Ich bin jetzt schon fast aus der Umgebung raus. Auf dem Berg? Ich habe da meinen Marker gesetzt. Aber ich glaube nicht, dass er da ist. Wow. Ach, lassen wir einfach mal. Was die Wache da hinten wollte, finde ich gerade viel interessanter. Gehört er vielleicht zu dieser Nebenmission? Dort hinten, wo er ist, habe ich auf jeden Fall einen Berg auf dem Berg rauf. Weg. Oder ist er der Elite-Soldat? Vielleicht. Wenn ja, was will er hier? Warum ist er hier? Er hat wirklich keine Ahnung, dass er verfolgt werden könnte, der Elite-Soldat. Was ist denn mit euch? Ihr seid andere Soldaten. Danke sehr, genau den Modus wollte ich, damit dein Kopf langsamer ist und ich dich treffe. Wir nehmen aber alle mit, wir haben gerade genug Fultons dafür. Ja, interessant, hat mich der Soldat also zu ihm hingeführt. Jeder Fulton kostet auch 300 GMP. Nun, das ging schneller, als ich dachte. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir noch ein bisschen Nachschub. Hierhin. In der Zwischenzeit werden wir die ausrufen. Dann gucken wir mal, unsere GMP sind immer noch über 200.000, also da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Spielen wir das Ding hier noch ein bisschen weiter aus. Weil das ist hier ein Riesenkomplex. Das hier ist eine richtige... Supply drop complete. Eine richtige Basis, eine... Wie sagt man denn so schön... Landmark. Ich habe nur das englische Wort dafür irgendwie. Es sticht auf jeden Fall raus. Ich mag auch den Stofflook hier. Ich finde, das sieht sehr stoffig aus, wenn das ein Wort ist. Der Soldat wird aber nicht sonderlich glücklich sein und uns nicht sofort zur Verfügung stehen, nehme ich an, wie der andere.
Nachschub Außenposten. Jupp, schön und gut. Ich schätze mal, hier wird eine Mission spielen später. Ob ich hier irgendwie hoch kann? Eine Sniper-Position einnehmen kann? Und dann einfach damit einfach mal ein bisschen was machen kann. Aha. Aber ich sollte doch... Vielleicht ist dieses Scharfschützengewehr einfach nicht gut genug dafür, dass es näher ranzoomen kann. Natürlich. Und das ist derselbe Truck wie beim letzten Mal. Im letzten Part sind wir dem schon mal begegnet, da ist er an uns vorbeigefahren. Der protoniert hier wirklich die ganze Zeit. Wenn ich irgendwas tun sollte, dann den da loswerden. Weil er mich am wahrscheinlichsten entdeckt. Da war der Bullet Drop. Sie wissen, wo ich bin? Der da hinten ist der, der anruft. Sie haben auch Sniper. Ja, wir mussten es einfach mal tun. Später können wir natürlich auch schallgedämpfte Scharfschützengewehre haben. Ist dann besser. Oh je, ich bin nicht gut. Ist klar. Dass hier einige kommen würden, sobald ich entdeckt bin, ist ja natürlich klar. Aber dass sie sich gleich an ein Geschütz setzen. Weg hier! Oh oh, was ist denn hier passiert? Nee, warte noch, bis wir oben sind. Wow, ist mitgekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass du darüber klettern kannst. Du bist definitiv viel besser als das Witcher-Pferd. Aber es war klar, dass der hier heftig bewacht wird. Ich frag mich nur, was für Schätze sich da drin befinden. Oh, 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 warte mal. Huch. Jetzt sehe ich was. Gut. Nachladen muss sein. Man kann in diese Festung also auch reinschleichen. Hat überhaupt keinen Sinn, sich zu verstecken. Sie wissen, wo ich bin. Vielleicht sogar, wer ich bin. Sag mir nicht, die Granate ist über mir. Okay, da ist nichts explodiert. Okay. Wie auch immer man es schafft, sich in diesem Schacht so zu drehen. Понял. Будьте очень внимательны. Реагируйте на каждое движение. Конец связи.
kann man sich ja glatt gefangen fühlen. Wow, das ging schnell. Ich würde sagen, I'll have no part of this. Zeit, Peakport auf sie anzusetzen. Sie werden natürlich Luftabwehrgeschütze haben. Aber wir sollten auch mal gucken, wie sich sowas auswirkt und wie gefährlich die sind. Bis dahin heißt es einfach nur, den Feinden entgegen und überleben. Peakwart ist da. Zeit, hier einen Krieg auszulösen. Natürlich war es klar, dass sowas irgendwann mal passieren musste, ne? Ich habe ja auch von Anfang an damit gerechnet, dass er besiegt wird. Was war denn das? Solange ich es schaffe, rauszukommen, ist alles in Ordnung. Natürlich ist die Frage, wofür wir das hier machen. Also lass uns erstmal reingehen. Denn wenn sich hier irgendwo Goodies befinden, dann hier drin. Oh oh. Können die von draußen reinschießen. Und ich kann sie nicht unbedingt gut sehen. Lockpicking ist immer noch eine Sache und es geht immer noch schneller, wenn ich den Button mashe. Ein Gefängnis? Oder sowas wie ein Verhörzimmer. Huch! Sorry Leute, ich wollte jetzt eigentlich nicht rausgehen. Mein Schalldämpfer, wie viel hält er eigentlich noch? Ich glaube, ich habe ihn verloren. Ja, er ist ab. Sehen wir an der Waffe tatsächlich sogar. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Oh ja, seid besser vorsichtig. Und sobald ich hier weg bin, werde ich es zünden. Aha, nach oben geht's dann auch. Schon wieder so eine Zelle. Their anti-air radar? It wasn't one of the targets.
then that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone please near the outpost. Please select a strike support helicopter requested. Noch eine Kassette. Währenddessen warten wir auf den Unterstützungshelikopter und wenn er das nächste Mal Feuer gibt, dann können wir tatsächlich entkommen. Ha? Ich würde mir bald sagen, ach was soll's, mein Helikopter kommt ja gleich. Aber das heißt nicht, dass ich unsterblich bin. Und ich würde sagen, wenn unser Helikopter das nächste Mal ankommt, dann werden wir auch Back to Base machen. Habe ich ihn also doch erwischt. Das waren alle? Interessant. On station at LC! He's coming too. Roger that. Oh, dann gucken wir noch, was wir hier oben haben überall. Und dann würde ich sagen, raus hier und endlich mal in die Basis zurück. Das ist auch der letzte Part, den ich erstmal im Stück aufnehme. Ich habe jetzt alle 7 hintereinander weg und es sind schon ein paar Stunden geworden. Jetzt erstmal rendern, verarbeiten, hochladen glaube ich noch nicht, weil ich das wirklich erst im September machen werde. Aus Sicherheitsgründen. Aber ansonsten würde ich sagen, meine nächste Aufnahmesession kann jederzeit starten danach. Und für die können wir uns dann wieder ein paar Hauptmissionen zum Ziel nehmen. Jetzt haben wir natürlich erstmal die Welt erkundet, weil das ist alles komplett neu für mich. Ihr erlebt hier meine ersten Spielemomente, nichts weiter. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Aber noch ist es nicht ganz vorbei. Ich will zumindest noch eine Helikoptermusik setzen und die mit eigenen Augen in der Basis sehen. Damit haben wir es dann so ziemlich geschafft. Ich würde sagen, was ich ja die ganze Zeit schon sage. Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, kann ich nicht auf das Gebäude rauf. Wer weiß. Eine Granate? Oder was? Nein, so wollte ich das nicht. Ich wollte ein bisschen höher, damit der Explosionsradius das vielleicht erwischt. Aber ich glaube, das Problem ist, dass Big Boss nicht in der Lage ist, da was dran zu setzen, weil er eine Animation wegschiebt. Let the support unit help out if you need to restock. Transmit a request from your iDroid and I'll send supplies right away. Hat die Geländer neben mir erwischt, aber nicht das Ding selbst. Ich kann Peakport wahrscheinlich sogar anweisen, das Ding zu zerstören. Jupp. Ich bin raus hier. Ich wollte schon sagen, heb nicht ab. Bleib noch da. Ich brauche dich. Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn. Die Granate ist eindeutig darauf gelegt, damit er in der Schüssel landet. Habt ihr gesehen, wie egal wie ich den Winkel verzogen habe, der Radius immer so endet, dass er in der Schüssel landet? Das ist Absicht. Das ist wie bei der Déjà-vu-Mission in Ground Zeroes. Da gab es sowas auch, wo man die Granate in den Panzer werfen musste. Damit man auf jeden Fall leicht trifft. So. Zeit abzuheben. Nur weil wir es können. Departing. Dieses Game, es ist wirklich alles, was ich mir erhofft habe und noch mehr. Arrived at Mother Base.
Development project has been added. Sehr schön. B in Medizin. Und auch C. In einer was weiß ich was Einheit. Wenn wir Hauptmission machen, schalten wir die Einheit noch irgendwann mal frei. Wir haben eine ganze Menge gemacht. For a long time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Genau deswegen bin ich doch hier. Didi, come back! Mitch, here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know, I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I say we got a true diamond dog on our hands. DD, right? Ocelot raising hounds. Fine. Come on, DD. Eine Katze, die einen Hund trainiert. Oh Mann, jetzt hat der Kleine bloß Blut geleckt, weil ich zufällig blutig bin gerade. Aber das macht nichts, das können wir beheben. So. Habe ich gerade einen Tinnitus? Ich habe gerade einen Tinnitus. Warum habe ich gerade einen Tinnitus? Ach, egal. Oh. Aber ich sammle schon wie verrückt, meine Güte. Wie viele Medizinpflanzen braucht ihr noch? Übrigens, ich glaube, wir haben ein paar Planen weniger und können mehr Gebiete betreten. Aha. Habe ich da gerade was gesehen? Nein, muss ich mir eingebildet haben. Hier auf der Basis gibt es tatsächlich auch Diamanten, die wir sammeln können, um unsere GMP zu erhöhen. Hab irgendwie vergessen, die Farbe der Basis zu verändern. Oh Mann, wie sie alle bloß was auszusetzen haben. Wir brauchen mehr das und mehr das und mehr das. Ja, ist ja klar, wir sind erst am Anfang. Das will ich auch meinen. Keine Schusswaffen? Schade. Ich hätte gerne den Feuerlöscher geschossen und gesehen, ob der ein Gas versprüht. Ansonsten gucken wir einfach mal, was wir jetzt noch machen können. In der Entwicklung zum Beispiel. Oh, wir haben eine Menge. Auf jeden Fall erweitern. Für 70.000. Please, supplies requested. Marker placed. Marker removed. Ich wollte schon sagen, die Marker kann man auch wieder entfernen. Please specify a project. Too cute. Man, I want to pet him. Yeah, just once. I want to touch his paw. Please specify a project. Wait, what? You don't. Please specify a project. No, that never really occurred to me. You don't know the awesomeness of a puppy's paw pet? I guess not. But yeah, I bet they would feel nice. Right? Dann bitte fass die nicht an. Zeit den Eyedroid, das Inscope und
Please select a drop. Please specify a project. Und ich würde mal sagen, Fangkäfig. Gucken wir gleich. Fulton. 70.000. Ganz so viel habe ich nicht mehr. Please select and please specify a project. So, das ist, was wir uns noch leisten können? Nein. Ein bisschen soll ich noch übrig behalten und ich schätze mal, deswegen sind hier nur die 10.000er, damit ich immer 30.000 übrig habe. Golden Tiger. Nachschubsignal. Für Munition oder Schalldämpfer. Ah, da muss ich nicht ins iDroid-Menü. Unbedingt. Na, was mit den Kartonen? Pappkarton mit Wüstentarnung? Okay. Und Pappkarton mit Waldtarnmuster. Erst? Hätte gedacht, dass das ein Heilkarton ist wie ein Peace Walker, aber okay. Verwenden Sie ihn im Grün. Nehmen wir den Wüstenkarton. Man kann übrigens auch, wenn wir ins Command Center zurückkehren. Und ich würde mal sagen, das machen wir auch noch jetzt einfach. Wir können auch unseren Nachschub anpassen. Dass wir immer sehr viele schöne Waffendrops haben können. Begleitunterstützung, Nachschubabwurf. Genau, unter Ausrüstung können wir das machen. Und die können wir auch bearbeiten. Ich gucke nur gerade mal, wie können wir das bearbeiten. Ich glaube, das müssen wir im Missionsmenü machen. Ich gucke nochmal im Air Command Center nach. Huch! Warte noch. Hab ganz vergessen, wir haben ja noch das hier. Erstmal in die Box steigen. Und dann haben wir unsere neue Betäubungspistole. Besserer Schalldämpfer, mehr Munition vielleicht. Mehr Munition nicht. Hab ich da... Ja, wir haben Licht dran. Und da oben ist unser Symbol. Blue Venom. List updated. As requested, we've added an analyzer function to your binoculars. Now you can view soldiers or POWs and get a readout on their rank or any special skills they might have. Depending on their skills, they may even be able to develop new types of weapons or items. Try it out the next time you're thinking of folding someone. Genau, das war das, weswegen ich das gemacht habe. Das Inscope, wie gesagt, den iDroid haben wir erweitert, also haben wir damit jetzt mehr Funktionen. Personalverwaltung, Ressourcen, Entwicklung, Anpassen. Avatar? Der Avatar war doch das Gesicht, das ich heute am Anfang, tatsächlich. Den kann man noch anpassen? Interessant. Grundfarbe, Emblem. So, hier haben wir die Farbe der Mother Base. Wir können eine von einigen auswählen, die wir hier haben. Ist jetzt nicht die größte Auswahl. Ich würde sagen, wir machen die einfach mal schwarz. Und okay. So, dann haben wir das mal gemacht. Hat sich hier noch was? Ich würde sagen, unsere Ausrüstung und alles erstellen wir dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Kommt hier nicht vergessen, Dragline ist over and out. Wie gesagt, bis zum nächsten Part. Tschüss.